Wer würde nicht gern im Schlafen manifestieren? Und tatsächlich tun wir das ja eigentlich auch. Wir manifestieren ja die ganze Zeit. Doch was manifestieren wir da im Schlaf und wie können wir es ändern? Feng Shui gibt uns einen klaren Hinweis dazu. Deshalb kommen hier in diesem Video meine fünf besten Feng Shui-Tipps für dein Schlafzimmer, um im Schlafen zu manifestieren. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Susanna Belloni, ich bin spiritueller Coach, Bloggerin und Autorin. Ja, im Schlafen manifestieren, wer würde das nicht gerne? Wir lassen Subliminals laufen, prägen uns irgendwelche Visualisierungen ein, Gefühle ein und so weiter und so weiter. Eine Sache habe ich allerdings in den letzten, ich würde fast sagen Jahren, vernachlässigt, was ich davor immer gut konnte. Und das war mein Schlafzimmer und eigentlich meine ganze Wohnung so einzurichten, dass ich mich gut fühle und dass es wirklich das Leben widerspiegelt, das ich gerne haben möchte. Nun, abgesehen von meiner Situation, die vielleicht jetzt ein bisschen ungewöhnlich ist, ich wohne jetzt bei meiner Mutter, weil sie pflegebedürftig ist und kümmere mich um sie. Und da muss man einfach Abstriche machen im Zusammenleben mit jemand anderem, dem noch die Wohnung gehört, der viele Sachen hat. Naja, ihr kennt das sicherlich. Du hast sicherlich deine ganz eigene Situation, wo du vielleicht auf jemand anderen Rücksicht nehmen musst. Oder wo du sagst, ich habe nicht das Budget, mich toll einzurichten oder ich habe gar keinen Bock. Ja, ich wüsste ja gar nicht, wo anfangen, wo aufhören. Deshalb kommen hier die fünf wichtigsten Tipps meiner Ansicht nach aus dem Feng Shui. Und das ist eine alte chinesische Lehre, die nicht aus der Theorie kommt, sondern aus der Erfahrung. Das heißt, da hat man sich über Jahre angesehen, welche Probleme hat der Mensch oder wo klappt es nicht so gut in seinem Leben und wo ist Unordnung in seiner Wohnung. Und über viele tausend Jahre hat man dann einfach so viel Wissen zusammengesammelt, um sagen zu können, die Ecke steht für das Thema, die Ecke steht für das Thema. Wenn hier ein Bild hängt mit einem, ich weiß nicht, Fluss, ja, dann kann es sein, dass irgendwas gerade den Bach runtergeht, etc. Ja, also Feng Shui ist eine sehr alte, sehr komplizierte und wirklich sehr umfangreiche Wissenschaft. Und ich glaube, keiner von uns wird jetzt extra Feng Shui-Experte werden. Aber es gibt so einfache Dinge, die, glaube ich, auch dem Hausverstand entsprechen, die man sehr leicht umsetzen kann. Und bitte fokussiere vielleicht mal zunächst auf dein Schlafzimmer. Ich nehme mal an, dein Schlafzimmer hast du entweder für dich oder teilst es nur mit einer anderen Person, die vielleicht kompromissbereit ist, du also etwas ändern kannst. Nummer 1. Ordnung. Wir alle haben sie. Diese Schmuddelecken, diese Stauräume, die von denen nur wir wissen, wo in einem Schrank, in einer Ecke, unter einem Vorhang, wo auch immer irgendwo mal Zeug hingewürfelt wurde. Im schlimmsten Falle lassen wir da auch Schmutzwäsche liegen oder sonstiges Zeug, wo wir gerade nicht wissen, wohin damit. Das passiert immer wieder. Also, vor allem die sichtbaren Dinge gehören aufgeräumt, aber gerne auch die Schubläden, die einzelnen Schrankteile etc. Also ich glaube, da gibt es bei beinahe jedem etwas, wo nicht genau so ist, wie er es gern hätte. Ja? Wir müssen beim Feng Shui davon ausgehen, dass wir im Zentrum stehen und wir selbst bestimmen, was wir schön, gut und richtig finden. Ja, also wir brauchen eigentlich niemand anderen fragen, ja, wie soll das jetzt aussehen, sondern unser eigenes Empfinden ist da gefragt. Ja, unsere eigene Ästhetik auch. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Mach es dir schön.
Besonders bei Männern muss man das immer wieder betonen, aber auch wir Frauen neigen dazu, dass wir praktischen Dingen den Vorrang geben vor den ästhetischen. Eigentlich würden wir gern, ich weiß nicht, ein Kunstwerk dahin tun, etwas, eine schöne Erinnerung, ein schönes Foto, aber da muss jetzt etwas Praktisches liegen. Schau wirklich, dass das Praktische ein bisschen nett eher auf der Seite ist und gib dem Ästhetischen, dem Empfinden für Schönheit und Harmonie wieder Vorrang. Das kann sein, du hängst ein hübsches Bild auf, du stellst etwas Nettes auf, vielleicht eine Blume, was auch immer. Schau, dass du es dir so machst, wie es dein Geschmack ist. Ja, zum Beispiel haben mich die Vorhänge wahnsinnig gestört. Ich fand die nicht nur hässlich, sondern eklig. Und seit die draußen sind, ist es für mich wie, ich bekomme wieder Luft. Ja, und habe meine schlichten skandinavischen Leinenrollos aufgehangen und fühle mich wieder total wohl damit. Das heißt, ja, da muss man oft diskutieren. Vielleicht muss man auch ausprobieren. Aber man findet sicher Möglichkeiten, wo sich das verbessern lässt und wir dem Schönheitssinn wieder höhere Priorität geben. Das ist ganz, ganz wichtig beim Feng Shui. Weil nur da, wo Freude und Harmonie ist, da fließt das Qi auch wieder. Ja, jetzt komme ich zum dritten Punkt und der lautet Bilder und vielleicht auch kleine Figuren, Statuen. Also ich sage mal Deko, wenn man so möchte. Da gibt es eine Reihe Tipps aus dem Feng Shui, wo man zum Beispiel gewisse Dinge nicht macht. Ich erzähle eine schöne Geschichte von einem Fotografen, war er recht berühmt, über 40, hatte einen guten Namen. Aber im Liebesleben klappte es nicht so. Ja? Eine Feng Shui-Beraterin, oder ich glaube, es war eigentlich ein spiritueller Coach, der auch Feng Shui konnte, egal, kam zu ihm für ein Coaching und sah sich kurz in der Wohnung um und hat sofort erkannt, du hast auch Beziehungsprobleme. Woher wusste sie das? Er hatte wunderschöne Aktbilder, ja, also ich weiß jetzt nicht, von irgendeinem renommierten Künstler, also ganz toll, geschmackvoll, schick, gut aufgehängt. Aber auf jeden Fall eine Frau zu sehen, die sich etwas ablehnend, neckisch verhielt. Ja? Also er fand das sehr reizvoll, der Künstler war auch ganz toll, die waren wertvoll, was nicht alles, ja, ästhetisch ansprechend. Aber der Ausdruck war immer der einer Ablehnung. Und tatsächlich konnte er, nachdem er die Bilder ausgetauscht hat, noch ein paar andere Kleinigkeiten verändert hat, hat sich auch dieses Liebesleben wieder so gestaltet, dass ihm die Frauen mehr zugetan waren, was allerdings vorher nicht so war. Also vielleicht habe ich das jetzt vergessen zu erzählen. Die waren auch so, dass sie ihn kurz attraktiv hatten und kurz und nach einiger Zeit oder nach 2-3 Wochen fanden ihn schon wieder völlig uninteressant, wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben und er wollte aber doch noch mehr. Ja, also diese Bilder haben das widerspiegelt. Er hat die Bilder geändert, den Ausdruck, ich sage mal die Stimmung, mit der er sich umgeben hat und was das ausstrahlt. Ja. Die Stimmung der Ablehnung hat er ersetzt dann, weiß ich nicht mehr genau die Geschichte, wie die weiterging, mit irgendetwas freundlichen, harmonischen, vielleicht, ich glaube sogar mit einem Pärchen, das sich so umarmt, harmonisch küsst, irgend sowas. Okay, hat funktioniert und genau darauf solltest du auch viele Sachen prüfen. Wenn du jetzt Minimalist bist, hast du das vielleicht weniger, dann schau aber, was vielleicht einzelne Objekte, vor allem dekorative Elemente oder auch Gegenstände in dir emotional auslösen. Ich habe zum Beispiel in mein Zimmer reingepfercht noch einen Computertisch mit einem Standcomputer und einem Bildschirm und immer wenn ich die ansah, wurde ich verspannt. Ich weiß nicht, die gehören einfach nicht in ein Schlafzimmer. Für mich. Also, das darf auch wieder individuell sein. Schau einfach auf deine Reaktion. Gut,
Nächster Punkt, Punkt 4, der spannendste Punkt, den habe ich mir fast für den Schluss aufgehoben. Und der lautet Baguas, Bereiche. Das Feng Shui kennt ein System von Themenbereichen. Ja, das ordnet gewissen Ecken, auch der Mitte, gewisse Themen zu. Aber auch gewisse Körperorgane, gewisse Elemente, Zahlen und so weiter. Gut, das Ganze interessiert uns nicht so. Uns interessieren jetzt mal die Themen fürs Manifestieren. Also, es gibt eine Reichtumsecke. Jawohl. Soweit ich mich erinnere, Südwesten. Egal, ich habe dir in der Beschreibung den Link zu so einem, Grafik reingemacht, wo du mal nachschauen kannst, wo was ist. Das Ganze richtet sich nach den Himmelsrichtungen aus. Also Südwesten ist, glaube ich, Partnerschaft und Südosten ist Reichtum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber schau zur Sicherheit nochmal nach. Das sind die Ecken, die du auch, du sollst alle Ecken eher ein bisschen freilassen. Ja? Also nicht unbedingt da den Eckzimmerschrank oder was auch immer hin, da fließt an und für sich sehr viel Energie und besonders in der Partnerschaftsecke möchtest du natürlich etwas Schönes, vielleicht eine Blume, vielleicht ein hübsches Bild, vielleicht einfach nur ein Yin-Yang-Symbol, ganz nüchtern, genauso in der Reichtumsecke. Da möchtest du auf jeden Fall super aufgeräumt sein, viel Platz haben für Reichtum, der kommen kann, ja, für Geld, der kommen kann und vielleicht ein Glückssymbol aufhängen oder irgendetwas, was dir gerade in den Sinn kommt, was dir gefällt, was dir Spaß macht, wo du sagst, jawohl, damit fließt jetzt der Reichtum noch mehr in mein Leben. Es gibt auch Ecken für Karriere und Zukunft, auch die möchtest du dir ansehen. Vielleicht überprüfst du da in der Karriere-Ecke, was du da, oder auf der Karriere-Seite, glaube ich, ist es eher, was du da für ein Bild an der Wand hängen hast oder für einen Vorhang oder ob du da vielleicht Unordnung hast oder was auch immer. Also widme dich diesen Bereichen wirklich Thema nach Thema. Und da kann man wirklich sehr gut reflektieren, ja. Was habe ich denn jetzt da in dieser Ecke und wie sieht dieser Bereich momentan in meinem Leben aus? Du wirst fasziniert sein, wie sich das spiegelt. Unglaublich. Also mit Zukunft, das ist auch ein Bereich, tue ich mir schwer, aber die anderen Dinge, ja, Familie gibt es auch noch einen Teil, gute Freunde, so quasi Netzwerk gibt es auch noch einen Bereich. Schau dir das mal an und du wirst unheimlich viel lachen, so wie ich, und sehr schnell etwas ändern. Ja, da kommt jetzt mein fünfter Tipp. Die Änderungen, die du vornimmst, müssen gar nicht so gravierend sein. Es reicht eigentlich, wenn du selbst den Bereich ansiehst, den Themenbereich oder vielleicht dein gesamtes Schlafzimmer, vielleicht ist es ja das Gesamtkonzept und du hast das Gefühl, jawohl, jetzt habe ich etwas Gutes getan für dieses Thema in meinem Leben. Und jetzt habe ich etwas auch für mich getan. Ich habe mich an erste Stelle gesetzt, um mir ein angenehmes, besseres, schöneres Schlafzimmer gestaltet. Was sagt das nämlich deinem Unterbewusstsein? Das sagt nämlich, jawohl, ich bin jetzt auf Erfolg programmiert. Ich bin jetzt noch besser. Alles klappt jetzt noch besser und so weiter. Das heißt, beim Einschlafen schläfst du unbewusst automatisch mit einem besseren Gefühl ein. Und das wollten wir ja erreichen. Das heißt, alles, was du an, ich sag mal, zusätzliche Arbeit, an Anstrengung in dein Schlafzimmer steckst, das hast du automatisch als Verbesserungsgefühl beim Einschlafen. Okay, ich höre schon auf zu reden, ich bin mir sicher, du hast das verstanden. Ja, wie gesagt, fang bei deinem Schlafzimmer an. Natürlich kannst du auch dein ganzes Haus nehmen, deine ganze Wohnung, dein ganzes Grundstück, ich weiß nicht, whatever.
Ja, das kann man endlos machen. Wie gesagt, es genügt, sich auf ein paar einfache Sachen zu beschränken, um schon große Wirkung zu spüren beim Manifestieren. Ja, so viel von mir heute. Mehr Manifestationstipps und Tricks das nächste Mal. Ich freue mich auf dich und sag Aloha!